In unserer digitalen Schultasche ist ein E-Mail-Client vorhanden, der nennt sich Thunderbird und den wollen wir jetzt einrichten. Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial Thunderbird einrichten. Ja, wir wollen unseren E-Mail-Client auf der digitalen Schultasche einrichten, der nennt sich Thunderbird. Und auf der GMX-Homepage, wenn man ein bisschen sucht, kann man hier auch entsprechend die Einstellung für Thunderbird finden. Hat hier schon bebildert, wie man hier im Einzelnen durchgeht, neues Konto erstellen und dann entsprechend den Namen, die E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben. Und dann probieren wir mal diesen Assistenten aus. Hier haben wir irgendwo noch die Anmeldedaten. Das wäre einmal hier pop.gmx.net und mail. gmx.net. Eigentlich macht es unser Client automatisch, aber jetzt schauen wir es uns mal an. Also hier die digitale Schultasche, Internet, Thunderbird. So, ich habe ein Standard-E-Mail-Programm, das brauche ich hier also nicht. Integration überspringen. Und dann gehen wir mal zu diesem Assistenten. Hier steht schon mein Name drin. Jetzt brauche ich also die ganze E-Mail-Adresse. Und das Passwort entsprechend. So, und dann müsste der Assistent das automatisch machen. Genau, und der hat sich auch die ganzen Anmeldedaten schon geholt. Dann sagen wir fertig. Jetzt wird das Passwort getestet und eigentlich müsste jetzt auch noch eine Testmail rausgehen. Und hier unter dem Posteingang müssten die dann auch entsprechend abgerufen werden. Ja. Die Synchronisation hat jetzt etwas gedauert, aber hier sind die beiden Mails, die ich schon zu Anfang im Postfach hatte. Und ich habe auch hier schon meine zwei Ordner, die ich vorhin angelegt habe. Und jetzt kann ich praktisch, ohne mich über einen Browser in meinem E-Mail-Account anzumelden, über Thunderbird meine E-Mails entsprechend empfangen und verschicken. Ich habe hier entsprechend ein Feld, dass ich die Konten abrufe. Hier kann ich eine neue E-Mail verfassen. Das Fenster sieht fast so ähnlich aus wie im Internetbrowser. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, ein entsprechendes Adressbuch anzulegen, sodass ich praktisch nicht ständig die E-Mail-Adresse eingeben muss, sondern muss mir nur den entsprechenden Kontakt raussuchen und die E-Mail-Adresse wird dann automatisch eingetragen.